Weiter geht's mit Resident Evil 3 Remake. Zuletzt wisst ihr ja bestimmt, haben wir ein bisschen eskaliert mit Carlos und müssen jetzt noch mal ein bisschen mit Jill Valentine die Schlösser knacken. Da gehen wir erstmal hier lang. Soll ich hier reingehen? Ja, hier gehe ich rein. Hier war ja wohl nichts mehr, oder? Ajo, hier waren ganz viele, ne? Ja, die lagen alle auf dem Boden. Aber die haben irgendwas nur blockiert. Ja, grundsätzlich, wie viele sind denn das? Und wo ist denn das Schloss überhaupt? Oh, da ist einer in der Ecke und der lebt jetzt auch wieder. Aber weggekrittet. Weggekrittet. Ne. Gönn ihm. Oh, da kommt auch noch so eine Hildegard wieder angeschlichen, du. So, weg. Der lebt noch. Aber dem schießen wir diesmal nur ins Knie. Ne, der ist tot. Sehr gut. Haben keine Pistolenmunition mehr. Ah, kacke, der lebt auch. Und der wird auch noch aufstehen. Das hat Problem. Deshalb muss ich ihn wegmachen. Boah, hat der da gerade ein Maurer-Dekolleté oder was war das da für eine Ritze? Wollte ich fast mein Fahrrad drin abstellen. Ja, der ist auch weg. Ich dachte, er ist da jetzt ein Kind. Das war ein blutiger Rollstuhl. Kann mal passieren. Öffnen wir das Ganze hier noch erstmal und einen Schluck. Energiedrink. Ja, Flintenmunition. Ast rein. Ja, der Raum ist clean. Dann haben wir hier auch nicht mehr viel verloren. Wichtig ist immer mit der Pumpe laufen, weil damit fühlt man sich einfach sau viel geiler. Jo, rechts unten war das. Irgendwie müssen wir hier hinkommen, in diesem Bereich. Wie man da hinkommen soll, weiß ich nicht. Hier ist jetzt auch noch nicht so viel gewesen, um da rüber zu springen, oder? Oh, jo, krass, da liegt er noch. Also haben wir hier wahrscheinlich irgendwo noch mal einen zum Wegmachen. Ich gehe noch mal ins Krankenzimmer rein, weil wir da hinten auch noch was vergessen haben. Aber die sollten ja alle tot sein. Aber wir haben hier ein bisschen heftig mit Carlos eskaliert, wenn ich das gerade noch mal so sagen darf. Oh, da liegt einer auf dem Bett. Den wollen wir ja nicht wecken. Liegt denn da was drauf? Jo, hochwertiges Schießpulver, der lebt bestimmt. Jo, jetzt ist der Raum aber auch leer. Dann haben wir hier nichts verloren. Gehen wir durch. Und ja, da müssen wir jetzt nochmal komplett rüber gehen. Ja, die sollten ja alle kaputt sein, sonst habe ich hier eine übelste Herzattacke wieder. Boah, fliegt da was durch die Scheibe? Leute, also ich bin ja der Meinung, da fliegt irgendwas durch die Scheibe. Aber da bewegt sich auch gar nichts mehr. Da haben wir wohl auch alles weggenietet. Kein Problem für mich. Die waren auch alle tot. Also ist die Musik eigentlich heftiger als alles andere. Öffnen wir mal hier nochmal die grüne Kassette da, die gelbe und Magnum-Munition. Geht schlechter. Wäre nur nicht mal so schlecht, wenn ich mal eine Magnum finden würde. So, da haben wir noch Munition, die wir gar nicht auf ausrüsten. Der Dietrich ist durch. Boah, der bräuchte eigentlich so ein Abschiedsvideo. Wir sehen uns dann im nächsten Dinge, Dietrich. Alles klar. So, dann haben wir den Raum auch weg. Da müssten wir nur noch diesen Koffer in der Mitte finden. Oder habe ich den schon gehabt? Ich glaube nicht, oder? Kann eigentlich nicht. Ach, dann gehen wir da hinten durch. Ist viel schneller. Da hinten. So. Boah, so ein paar Medikamente könnte man sich hier auch nochmal reinziehen. Ah, jo. Genau, hier kamen wir uns ja letztens entgegengerannt. Und da können wir runter. Und hier können wir auch runter. Alles klar, dann gehen wir hier runter. Hier sollte der Koffer dann sein. Nö. Leute, wie komme ich denn da hin? Ist denn hier irgendwo ein Durchgang? Ach, sag nicht, ich kann da einfach rüberlaufen, wenn ich jetzt hier. Da liegt auch was, oder? Ne, ich kann nur von der anderen Seite hier rüber. Ach so, da raus. Ne, ich komme nur von hier hin. Aber komme ich hier oben irgendwie hin? Ach so, yo, da hinten in der Ecke ist was. Okay, wir müssen nochmal hochgehen. Haben ja eh soweit alles besiegt. Dann können wir auch nochmal ein bisschen spazieren gehen. Das sollte wohl richtig sein. Hier in der Ecke war das.
Komm, das muss jetzt mal klappen. Ich hoffe, dass wir da nämlich auch noch mal ein bisschen Munition einstecken für die Magnum, weil ich glaube, mit der ist man wirklich crispy unterwegs und könnte sich da noch mal ein bisschen Zeit sparen im Bosskampf mit Nemesis. Da muss ich irgendwie hin. Wie soll ich denn da hinkommen, Mann? Na, ich guck mal, ob ich hier rum kann. Ne, hier wurde ich gerade, glaube ich, genatzt, oder? Ist das das? Ne, ich muss da hin, Mann. Wie soll ich denn... Ah, da kann man kriechen. Ich glaube, ich passe da durch. Die Schweine! Ei! Liegt an Arm? Ah, ne. Schuhe. Ja, okay. Oh, so ein Plüschhase. Das ist erstmal richtig creepy, gruselig. Oh, warte mal. Was ist das denn? Arba. Arta. Arta. Hm. Graziös. So. Hüpfen wir mal irgendwie runter. Beten, dass hier sonst keine Sau ist. Oh. Was haben wir denn hier drin? Jo, die Magnum. 117. Jo, ja, kein Inventarplatz. Okay. Ich kombiniere das einfach hier so Brandmunition. Kopfschmerzen garantiert. Ja, sehr geil. Kann der noch was? Kann er mich greifen? Nee. Achso, dann kann ich jetzt hier drüber. Alles klar, ey. Boah, Leute. Stellt euch mal vor, ich hätte den Scheiß nicht gemacht. Dann wäre ich ja übel am Arsch gewesen. Achso, da kann ich raus. Wie sieht die denn aus? Wir gucken uns einmal den ganzen heftigen Dödel an. Ja, das ist die Desert Eagle Magnum, wie man sie auch immer nennen möchte. Und jetzt müssen wir zurück. Einfach zurück. Ich glaube, ich habe hier keinen vergessen. Bisschen krass niedergemetzelt alles. Ich weiß noch, bei den vorherigen Teilen musste man auch immer so ein bisschen auf seine Munition achten. So links, rechts, ausweichen, keine Ahnung. Dreimal im Kreis rennen. Damit man Munition spart. Aber hier ist es scheißegal. Hier kann man einfach wegfetzen, was wir wollen. Jo, ist klar. Du kleiner elendiger Zigeuner. Hey, ist der down? Ist der down? Zwei Schüsse? Abschaum, Alter. So, ich muss trotzdem mal eh mal eine Kiste. Vor allem, wo kommt der her, ne? Weiß auch wieder keiner. So, moin Menes. Verstauen. Das kann ich jetzt kombinieren mit... Ja, kann ich doch nicht. Muss ich erstmal rein. Boah, ist die Steuerung wieder geil. So, herausnehmen, kombinieren. Zack. Kombinieren. Zack. Boah, aber ich glaube, die ist zu krass erstmal. Und ich weiß auch nicht, welche ich davon besser finde. Oh, kann man da die Tuning-Teile nicht irgendwie von wieder abmachen und auf der anderen draufhauen? Warte, ich guck mal, ob das geht. Ohne Flachs. Jo, das geht! Warte mal, welches Zubehör habe ich denn da noch? Wartet mal. Oh, 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 warte, 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 warte. Kombinieren. Nee, geht aber nur auf die Pistole. Ey, wie... Also, die Idee war da, mir kann keiner vorwerfen, dass ich hier nicht smart agiere. Ja. Jetzt habe ich hier aber sonst nicht mehr so viel. Ich pack die Magnum mal weg. Bin mit der Pumpe eh zufriedener. Wobei, ich nehme die Magnum mit und lasse den Granatwerfer hier. Und lasse die Pistole hier. Boah, kann man das hier mal eben sortieren irgendwie mit so einem Schnellklick? Nee. Muss ich mal alles selber machen. Bisschen schöner sortiert alles. So. Sieht das ja wieder menschlich aus. Was können wir denn daraus kombinieren? Explosive Brand. Brandgranaten. Ja, kein Plan. Komm, wir machen jetzt erstmal weiter, aber vorher speichere ich nochmal. Und da können wir uns dann erst nochmal überlegen, ob das eine saugeile Idee ist oder eine saugeile Idee ist. Da jetzt in den Keller zu gehen, so, ja, alles klar, kein Problem. Wir haben gerade zwei Hunter weggemacht.
Hier nochmal ein bisschen aufgeräumt, hier ein bisschen gewühlt, so nichts passiert, alles gut. Interessiert den auch gar nicht. Was ist das denn für ein Müll hier? Ekelhafte Scheiße. Boah, das riecht so. Boah, das riecht nach Durchfall. Ne, das riecht hier nach Bosskampf. Und da habe ich doch massiv Bock drauf. So, Pistolenmunition. Ich kann nicht anders als nur mit der Pumpe rumzurennen. Der ganze Bums macht mich hier so nervös, ne? Okay, da könnte sein, dass wir da nochmal irgendwie... Ach, da ist so ein Männchen bestimmt irgendwo am Wackeln. Ist so ein typisches Versteck von Resident Evil für diese Wackelköpfe. Ist uns jetzt aber egal, weil wir sind blind. Warte mal, wir sind tatsächlich richtig blind hier. So. Und gehen jetzt hier rein. Alter, nein! Ich habe nur eine Heilung mit und da geht jetzt auf jeden Fall in Richtung einem Bossfight hier. Vor allem, ich habe auch keine Brandgranaten, gar nichts mit. Ne? Einfach direkt so. Ich gehe dann mal. Boah, das riecht doch irgendwie nach Hunde, oder? Das muss der Weg nach unten sein. Wir sind so schlau. Da ist der Generator. Muss ich hier hin? Nee. Oh, gehe ich nach unten? Nee, hier ist noch irgendwo irgendwie was. Da müssen wir jetzt erst nochmal den Stapler kontrollieren, ob da vielleicht noch so eine Brandbombe ist. Ganz normale Firma, Leute. Ne, da ist nochmal so ein Sprengstoff und das war's. Cool, dann können wir uns auch noch Säurepatronen machen in der Hoffnung, dass sie etwas effektiver gegen Nemesis sind. Aber das sieht halt wieder so typische Kampf-Area aus. Hier habt ihr es zuerst gehört. Ueh, was ist das hier für eine krasse Scheiße, Mann? Was ist das für ein Krankenhaus? Das ist wirklich ein krankes Haus. Wieso hat keiner vom Krankenhaus das alles je bemerkt? Weiß man nicht, ne? Kann ich damit wieder hochfahren oder ist das ein Lichtschalter? Da fahre ich bestimmt mit hoch. Ich gehe jetzt einfach mal hier lang. Oh, übelste Boss-Area. Kann ich hier was drücken? Ich drücke das einfach. Immer eine gute Idee. Aber dann bin ich auch noch mal direkt die Kräuter weg. Im Übrigen, mal so für euch. Ich habe, Liftschalter, Liftschalter. Warum lese ich denn da Lichtschalter? Ja! Nein, ich habe mir noch mal ein bisschen so angeguckt, was Nemesis denn eigentlich ist. Der ist ja eine Mutation von unserem Thorsten mit Desiree Nick im Schlepptau. Nee, der ist ja eine Motivation, ja. Ja, das ist eine Mutation zwischen. Oh, geil, safe Frau. Zwischen Desiree Nick und Thorsten Legert. Und eigentlich ist es der T3, also T-03, glaube ich. Also der Thorsten, der tatsächliche Thorsten, mit diesem Parasit-Scheiß. Ne? Ich meine, das wusstet ihr wahrscheinlich alle. Aber ich wollte es dann nur für die nochmal sagen, die es nicht wissen. Na? Oh, geil. Alles klar, der Aufzug läuft nicht, Hilfsgenerator, starten Sie ihn damit. Alles klar, aber erst haben wir unsere Gürteltasche mit. Geil. Geil, geil. Und speichern hier ab, weil ich eine Magnum-Munition mit, gar keinen Plan, was passiert. Hätte viel besser eigentlich den Granatwerfer mitnehmen können. Aber das wollte so nicht sein. So, warte, jetzt nehme ich die mal mit. Das ist nämlich dann die erste Säurepatrone, die wir haben. Und ich meine mich zu erinnern, dass die so übertrieben gut war. Ja, für den Granatwerfer haben wir auf jeden Fall richtig viel Schuss. Ich hoffe, dass ich gleich nicht so viel auf die Fresse kriege. Ich nehme nochmal rotes Kraut mit, dann habe ich nämlich jetzt 6 Inventarplätze frei und tatsächlich habe ich da, boah, ich speichere einfach nochmal. Ich bin so speichersüchtig bei dem Spiel und meine Nase juckt hier, scheiße. Und zwar haben wir dann auch nochmal ein bisschen Variation da drin. Aber hier sieht es alles übelst friedlich aus. So, okay. Guck ich nach rechts, ist dann schon vorbei. Und da ist hier dieser Mika, ey. Telefoniert der da oder was? Gehen wir einfach mal hier hin. Ne, Nikolai? Der telefoniert da doch. Ja gut, der will auf jeden Fall, dass ich da nach unten gehe. Ich nehme hier aber nochmal eben die Sachen mit. Ja, ich gehe
Hier mal eben runter. Ach, kann ich gar nicht. Ich muss springen. Super. Dann machen wir das einfach mal. Oh, ich habe die Pumpe nicht ausgerüstet. Ganz gefährliches Spiel. So, jetzt geht's mir gut. Da habe ich irgendeinen Schalter. Habe ich hier noch Munition auf so Kisten liegen? Oh, gar keinen Bock. Gar keinen Bock auf die Leute hier. Ja gut, den kann ich auch gar nicht drücken. Da muss ich ja mal da rein. Aber ich guck erstmal, was ist mit dir? Lebt nicht. Lebt nicht. Boah, das ist gar nicht so geil. Wenn ja, die leben alle nicht mehr. Dann können wir ja auch sagen, wir fahren jetzt hoch. Wir fahren jetzt hoch. Gib zu, ich respektiere deine Zähigkeit. Aber leider enden unsere Spielchen hier. Alter. Du glaubst, es ist vorbei? Unter uns, die Orgel im Hintergrund bedeutet nie was Gutes. Ne, die leben alle immer noch nicht. Was ist denn jetzt hier los? Hallo? Ah, zwei Sicherungen brauche ich. Wo können wir denn hier lang? Da ist ein Lift-Schalter. Dann gehen wir da erstmal lang. Pumpe ausgerüstet, kann nicht viel passieren. Man muss nur diese... Ue, da fällt auch noch einer runter und ich kriege einen Herzinfarkt. Ohne Flachs, weil er mich so erschrocken... Der ist nackt! Nackige Zombies sind immer stärker. Hä? Der hält übel viel aus. Da müssen wir erstmal hochfahren. Ausgesperrt! Kleine Nacktkatze, du. Ja, hier sieht es erstmal ganz gut aus. Hier ist erstmal gar kein Stress. Aber die Frage ist, wie viel Schuss halten die Pinocchio-Köpfe denn da aus? Weil... So geil fand ich das jetzt nicht von dem. Boah, ist hier unten irgendwo einer? Was ist da drin? Boah, ich höre diese Geräusche auch noch, ey. Fies. Wo brauche ich denn... Ah. Komm, gehen wir mal runter. Gucken wir erstmal. Ne, hier ist ja keiner. Können wir erstmal in die Box reingehen. Moin Leute, ich suche hier eigentlich... Keine Pistolenmunition, sondern irgendwie eine Sicherung. Oh, warte. Verklickt, sorry, Leute. Nee, hier ist gar nichts drin. Da müssen wir hier raus. Jo, Köter. Puff, puff. Nee, 2-2-2. Jo, ich hab den anderen auch noch erwischt. Ich bin so ein Gott in dem Spiel. Alter, was? Ja, okay. Hallo? Boah, ei. Diese Effekte, die sind so laut, aber den einen müssen wir jetzt erstmal wegballern. Mit Triple Shots. Boah, der wird immer schneller. Stellt euch mal Usain Bolt als Zombie vor. Also ich wäre im Arsch, ey. Lebt er noch? Unser präventiver Sackschuss. Vasektomie auf einem anderen Level. Ist clean. Oh, das splattert auch immer richtig, ey. Der arme Junge. Man muss ja auch immer gucken, dass man auch nichts vergisst, ne? Eine Sackgasse. Nein, Moment. Oh, no. Please. Okay, alles gut. Ich dachte, es wird schlimmer. Oh, da rotes Kraut steht wohl irgendwo im Regal. Oh, ne, davor. Alles klar, nehme ich mit. Ja, da will ich jetzt nicht durch. Ja, wäre korrekt, wenn jetzt mal hier keine Explosion kommt. Ach, guck mal, hier ist irgendwie was. Ah, korrekt. Aber ich gehe jetzt erstmal kurz einen Schritt hier weg. Und guck hier oben erstmal, weil ich glaube, dass ich hier ein bisschen... Nö, da gehe ich nicht rein. Ich gucke erstmal hier. Ach so. Okay, nee, wir fahren uns erst nochmal hoch. Eben.
Kein Plan, warum ich runtergefahren habe. Oder kann ich jetzt hier auch lang? Ja, da habe ich ihn ja weggemacht. Aber vielleicht liegt hier noch irgendwie was. Was ist in diesem unglaublich mysteriösen großen Koffer drin? Oh, der Munitionshalter für die Flinte. Den nehmen wir doch gerne mit. Ich würde auch sagen, an dieser Stelle, wo ist denn der jetzt? Ach so, da unten drin oder was? Normal gibt es doch diese Täschchen, die sich auch immer über die Sniper legen, wo die Patronen drin sind. Aber da bin ich auch nicht der Fachmann für. So, Leute, wir sehen uns beim nächsten Part. Bis dann. Tschüss.